Es ist Donnerstag, der 28. Mai 2015. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Guten Abend. Mein Name ist Volker Reusing. Heute haben wir die Ehre, Herrn Professor Richard Werner von der Uni Sassenden zu interviewen. Guten Abend, Herr Professor Werner. Schönen guten Abend. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Letztes Jahr, wenn ich mich recht entsinne, am 18. September 2014 haben Sie eine bahnbrechende Studie veröffentlicht und es geht um die Theorie, wie das Chiralgeld entsteht. Da gibt es ja drei Theorien. Welche davon ist denn jetzt die richtige? Ja, es gibt tatsächlich drei Theorien. Erstmal nenne ich sie ganz kurz. Die erste ist die, die heutzutage am weitesten verbreitet ist. Die steht also oft in der Zeitung und wird in den Fachzeitschriften der Ökonomen verwendet, ist in den Lehrbüchern drin und den Studenten wird sie auch beigebracht. Das ist die Finanzvermittlungstheorie der Banken. Da heißt es, dass Banken nur Finanzvermittler sind. Sie sammeln Einlagen ein und dann werden diese Einlagen zum größten Teil wieder als Kredite und Anlagen ausgegeben. Das ist also die heutzutage am weitesten verbreitete Theorie. Dann gibt es aber noch eine andere, die teilweise auch viele schon mal von der gehört haben. Das ist die Theorie, dass ein Bruchteil der Einlagen oder der Reserven, genauer gesagt, die eine Bank hat, nur vorhanden ist und dass Banken im Prinzip mehr Geld im Aggregat, im Gesamten als Kredit vergeben, als dass sie sozusagen bar zur Verfügung haben. Dabei wird aber jede einzelne Bank wieder als Finanzvermittler betrachtet. Und also jede Einzelbank nimmt dann doch wieder nur Einlagen ein und gibt dann Kredite aus, aber muss also besondere Einlagen bei der Zentralbank machen, die Reserven. Das ist ein Vielfaches dieser Reserven. Dann die dritte Theorie ist die älteste eigentlich, oder zumindest eine, die war vor längster Zeit am weitesten verbreitet, vor 100 Jahren, vor 80 Jahren. Das ist die Kreditschöpfungstheorie und die besagt, dass Banken keine Finanzvermittler sind, weder im Aggregat noch einzeln, sondern Banken haben eine andere Funktion. Sie schöpfen Kredit und Geld. Wenn also ein Kredit aufgenommen wird, dann wird da neues Geld aus dem Nichts geschaffen. Das kommt nicht von den Einlagen. Und daher ist es auch nicht nötig, erst Einlagen einzusammeln, sozusagen, für die Vergabe eines Kredits. Und auch diese Reserven bei der Zentralbank werden eigentlich nicht angelangt, die werden da nicht teilweise oder ganz weiter verleiht. Also das sind die drei verschiedenen Theorien. Und man findet jetzt im letzten Jahrhundert eine große Anzahl von auch teilweise renommierten, berühmten Ökonomen, die jede dieser drei unterstützen. Also man findet da Unterstützer von allen drei Theorien. Und es ist erstaunlich, dass bisher noch kein empirischer Test gemacht wurde. Ja, welche stimmt denn eigentlich? Insbesondere, weil seit der Finanzkrise ja doch wieder mehr Interesse besteht in dieser Frage, wie funktionieren eigentlich Banken und was machen die eigentlich? Und da wurden jetzt auch die älteren Theorien wieder belebt und wieder öfters erwähnt, sodass wir heute im 21. Jahrhundert bis vor kurzem immer noch dastanden und hatten noch keinen empirischen Beweis. Ja, welche dieser drei stimmt denn jetzt richtig? Und wie haben Sie mit Ihrer Studie jetzt die eine Theorie bewiesen und die anderen beiden widerlegt? Ja, also ich hatte mir gedacht, wenn wir so verschiedene Theorien haben, und das ist doch relativ wichtig, auch insbesondere für die Bank- und Geldpolitik, die Aufsichtspolitik und das Aufsichtsregelwerk, wie Banken beaufsichtigt werden sollen, ist es sehr wichtig zu wissen, wie die überhaupt funktionieren, denn das hat alles ganz andere Auswirkungen dann. Da müssen wir einen empirischen Test durchführen. Wir müssen das schnellstens so oder so beweisen. Dann erst können wir richtig handfest argumentieren, wie Banken behandelt werden sollen. Dann wissen wir überhaupt, was läuft. So, wie kann man das machen?
empirisch arbeiten heißt, sich die Realität anschauen. Ich habe also eine Bank gesucht, die da mitarbeitet, und bei der wollte ich mir einen Kredit aufnehmen. Und die Bank muss mitarbeiten, weil der Gedanke war, dass die Bank dann alle internen Informationen von der anderen Seite, von der Bankseite her, und vor allem ihr Zahlenwerk und ihr Buchhaltungswerk, das interne täglichen Zahlen preisgibt und uns damit ermöglicht zu sehen, was passiert denn einfach, wenn also ein Kredit vergeben wird. Und was ist da rausgekommen? Wie haben Sie jetzt, was ist jetzt der Beweis, dass die eine Theorie stimmt und die anderen beiden widerlegt sind? Ja, erstmal vielleicht, wenn ich es erwähnen darf, ganz kurz, es war nicht leicht, eine Bank zu finden, die da mitmacht. Deswegen möchte ich erwähnen, dass eine Genossenschaftsbank, eine Raiffeisenbank in Wildenberg in Niederbayern so gut war, da ganz begeistert mitzumachen. Ich hatte sehr, sehr viele Banken über Jahre kontaktiert und viele waren auch sehr positiv geneigt, aber wenn es dann wirklich drauf ankam, dann hieß es immer, ja, aber das ist ja doch also Datenschutz und wir haben unsere internen IT, die Software und die Buchhaltung, das können wir eigentlich doch nicht preisgeben, hieß es immer. Bei den größeren Banken wurden die dann immer kleiner, bis ich dann bei einer kleinen Genossenschaftsbank gelandet war. Aber die verwenden natürlich die gleichen Systeme und Software wie alle Genossenschaftsbanken in Deutschland. Und Genossenschaftsbanken sind schließlich um die 30% der, also für die 30% der Einlagen verantwortlich. Daher ist das natürlich schon substanziell. Sie machen auch die größte Zahl von Banken in Deutschland aus und damit auch den größten Kontingent an allen nationalen Banken in der ganzen EU. Also doch sehr repräsentativ. So, und jetzt zurück zu Ihrer Frage, was war das Resultat? Das Resultat war, Banken müssen nicht Reserven verbrauchen, die bei der Zentralbank liegen, wie diese Fractional Reserve Theorie mit den Reserven behauptet, wenn sie einen Kredit vergeben. Banken vergeben auch nicht bisherige Einlagen, die werden da auch nicht verliehen, sondern wenn eine Bank einen Kredit vergibt, dann wird neu aus dem Nichts Kaufkraft geschaffen und damit das Konto des Kreditnehmers gutgeschrieben. Das ist also die Kreditschöpfungstheorie, die in den letzten Jahrzehnten ja am längsten als falsch verschrien war und die heute am meisten verbreitete Theorie, die Finanzvermittlungstheorie, ist falsch. Das hat natürlich sehr viele Auswirkungen, insbesondere ist es ja, es ist etwas erschütternd, wenn man daran denkt, dass die Finanzaufsicht, die Bankenaufsicht, das Basel I, II, Basel III, dass die alle auf der Theorie aufbauen, dass Banken nur Finanzvermittler sind. Und das erklärt auch, warum wir hier so steigende Zahlen haben. Basel I, dann gab es eine Krise, Basel II, dann gab es eine Krise, jetzt kommt Basel III, wird wohl das Problem auch nicht lösen. Und jetzt wissen wir warum, weil die Banken falsch verstanden werden. Sie sind nicht Finanzvermittler, sondern sie schöpfen neue Kaufkraft, wenn ein Kredit vergeben wird. Sie haben jetzt die Basel-Regeln angesprochen. Ich habe mir zumindest mal über Wikipedia etwas schlau gemacht dazu. Bei Basel geht es ja darum, dass sie einen gewissen Prozentsatz, die Banken haben müssen, an Eigenkapital und an zumindest längerfristigen Schulden, die sie nicht erst längerfristig zurückzahlen müssen, im Verhältnis, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, zu dem, was die Banken an Kredit schöpfen oder an Verbindlichkeiten haben. Wie funktioniert das? Ja gut, Basel III ist jetzt schon recht komplex geworden, aber die Grundidee dieser Basel-Geschichten 1, 2 und 3 ist folgende. Da wird also Kapital, wie Sie sagen, verlangt. Eine Bank muss also einen bestimmten Prozentanteil Kapital bereitstellen. Und zwar im Verhältnis zu ihrem
zu ihren Aktiva. Was sind Aktiva? Das ist bei der Bank, wenn sie Kredit vergibt, das steht auf der Aktiva-Seite der Bilanz. Das sind die Vermögenswerte der Bank. Die werden da aufgeführt. Und die kriegen jetzt bestimmte Gewichtungen. Und das war schon immer etwas komisch beim Basel, weil da bestimmte Sachen wurden einfach bevorzugt, zum Beispiel Immobilienkredite. Da mussten die Banken weniger Eigenkapital dafür bereitstellen. Für Kredite, produktive Kredite an kleine mittelständische Unternehmen, was eigentlich wirklich das Herzstück der Wirtschaft ist, weil kleine Unternehmen, die KMUs natürlich auch die meisten Leute einstellen, also wenn man die Beschäftigungszahlen anschaut, also das ist das Kernstück der Wirtschaft, was den Mittelstand fördert, die wurden eigentlich bisher von Basel relativ gesehen bestraft, wenn die Banken also solche Kredite vergeben haben. Trotzdem haben natürlich besonders die Sparkassen und Genossenschaftsbanken das immer am meisten getan, aber die Großbanken natürlich nicht. Also diese Gewichtungen kommen noch dazu, aber im Grundprinzip ist der Gedanke, dass da so ein paar Prozent der Aktiva, also der Vermögenswerte der Banken, müssen als Eigenkapital zur Verfügung stehen. Hm. Es hat natürlich nicht diese Krisen verhindert, wie wir wissen bisher, Basel I und II. Und jetzt mit den Resultaten der Kreditschöpfungs, mit dem Resultat, dass die Kreditschöpfungstheorie recht hat, wissen wir, warum das ist. Denn man verlangte hier von den Banken Eigenkapital. Jetzt ist aber so, dass die Banken selber Geld schöpfen, aus dem Nichts. Und das ist sogar fast der gesamte Money Supply, die gesamte Geldmenge wird ja durch die Banken erzeugt. Um die 97% der Geldmenge kommt von den Banken und ist durch Kreditvergabe ursprünglich geschaffen worden. Und wenn man jetzt sagt, die Banken sollen mehr Kapital haben, ja, die schaffen ja das Geld in der Volkswirtschaft. Dann in einer Phase der Expansion, die natürlich auf Bankkreditschöpfung zurückgeht, dann ist es gar nicht schwierig für Banken, auch mehr Kapital zur Verfügung zu stellen, denn die schaffen ja das ganze Geld, und wenn dann ein Teil dann als höheres Kapital einbehalten wird, dann verlangsamt das nicht eine Kreditblase. Und das erklärt, warum bisher dieser Basel-Ansatz nicht funktioniert hat, und auch Basel III wird auch deswegen nicht so erfolgreich sein, wie das erwartet wird ab und zu. In den letzten Jahren, gerade auch in der Krise, hat man ja auch viel über die Too-Big-to-Fail-Hypothese gesprochen. Ich kenne da ein Papier von der Weltbank, dass man sagt, praktisch, wenn Banken, deren Verschuldung einen gewissen Prozentsatz überschreitet im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt eines Landes, dann seien die Too-Big-to-Fail. Was bedeutet jetzt Ihr Ergebnis für die Too-Big-to-Fail-Hypothese, dass Banken Geld aus dem Nichts schöpfen? Ja, das ist eine gute Frage. Erstmal vielleicht noch die Too Big to Fail von einem anderen Blickwinkel betrachtet. Too Big to Fail heißt ja, dass es sehr große Banken gibt, die sehr einflussreich sind bei der Regierung, bei der Politik, und die sagen kann, ja, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir Schwierigkeiten haben, dann muss die Regierung, dann muss der Staat, dann muss die Allgemeinheit, die Bevölkerung muss dann herhalten und muss uns helfen. Wenn wir Gewinne machen, kassieren wir die natürlich, aber wenn wir Schwierigkeiten haben, dann bitte bitten wir doch ja die Allgemeinheit zur Kasse. Das heißt too big to fail, also eigentlich schon sehr unverschämt. Und mit dem Beweis der Kreditschöpfung zeigt sich eben jetzt, wie unverschämt das ist, denn die Banken schöpfen Geld aus dem Nichts. Das ist ein Privileg, das man sowieso nur dann gerechtfertigen kann in der Hand der Banken, wenn es zum Nutzen der Allgemeinheit verwendet wird, denn es ist ja ein Privileg, das der Allgemeinheit gehört, schließlich. Daher sind eigentlich nur Sparkassen, die haben ja einen öffentlichen Auftrag, und die Erträge werden wieder zurückgegeben, und die Genossenschaftsbanken, die eben auch einer Gemeinschaft, den
und auch lokal einer Kommune und einer Region, wo sie eben sind, da auch ihre Erträge wieder zurückgeben. Eigentlich nur diese Genossenschaftsbanken und Sparkassen sollten ja eigentlich erlaubt sein. Das sind aber genau die, die nicht sagen dürfen, oh, wir haben Schwierigkeiten, gebt uns mal hier Steuergelder. Das sind aber auch die, die das nie nötig hatten. Denn die vergeben hauptsächlich produktiven Kredit für kleine mittelständische Unternehmen. Das ist dann sehr nachhaltig. Da kann man neue Erträge erwirtschaften mit diesen Investitionen, die da gemacht werden, dann kommen neue Gelder rein, damit kann man die Kredite bedienen und zurückzahlen und so läuft dann der Laden und so läuft die deutsche Wirtschaft und Beschäftigung. Was die Großbanken machen, ist ein ganz anderes Spiel. Da werden Kredite vergeben, also neues Geld geschöpft und das wird dann in Finanzspekulation gesteckt, in die Finanzmärkte, Hedgefonds, Private Equity Fonds, da wird rumspekuliert mit einem öffentlichen Gut, nämlich der Geldschöpfung. Das ist ja also ganz unerhört. Und dann, wenn man in Schwierigkeiten ist, dann will man noch sagen, ja, we're too big to fail, ihr müsst uns jetzt helfen. Also das zeigt, wie perfide diese Strategie der Großbanken ist. Ich sehe da auch den Gesichtspunkt, wenn die Banken das Geld ja aus dem Nichts schöpfen können, dann können ja auch Banken im Verhältnis zu ihrer Größe viel mehr an Kredit vergeben und viel mehr Geld für viel mehr neues Chiralgeld sorgen, als man bisher gedacht hat. Das ist sicherlich richtig, als man bisher gedacht hat, auf jeden Fall, weil bisher hat man ja gedacht, Banken vergeben nur die Kredite, die sie, also die in Beträgen, die sie auch als Einlagen erhalten haben. Und das ist eben nicht der Fall. Es ist einfach andersrum. Wo kommen diese ganzen Einlagen her? Die wurden irgendwann mal als Kredit geschöpft. Also das ganze Geld kommt von den Banken und ja, die Banken schöpfen viel mehr Kredit, als wir gedacht haben. Das ist richtig. Jetzt in der letzten Zeit gab es verschiedene Leute, die in die Diskussion gebracht haben, ob man nicht das Bargeld abschaffen sollte. Ein ehemaliger IWF-Mitarbeiter, Herr Kenneth Rogoff, auch auf der Ebene der BITS diskutieren das Leute bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Was halten Sie von den Vorschlägen zur Abschaffung des Bargelds? Ja, das wurde in Deutschland auch von einigen ehemaligen IWF-Mitgliedern gefördert oder positiv kommentiert, die auch jetzt auch Professoren geworden sind und ist daher tatsächlich in der öffentlichen Diskussion jetzt schon ein positiv betrachtetes Beispiel, was man machen könnte mit der Geldreform. Ich halte das für erschreckend, denn was haben wir dann? Was ist dann noch übrig für die Leute, was sie als Geld verwenden können? Nur noch Bankkredit. Denn das Papiergeld ist immerhin noch das, was in den meisten Ländern zumindest als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt ist. Das sind diese 3% der Geldmenge, die eben nicht von Banken geschöpft wurden, sondern von der Zentralbank. Dann hat man einfach etwas, da weiß man ganz sicher, okay, das ist jetzt ein öffentliches Zahlungsmittel, ein gesetzliches Zahlungsmittel. Wenn man jetzt sagt, das wollen wir abschaffen, dann hat das, ja, hat das Folgen. Erstens gibt es dann eben nur noch Kredit und das bedeutet ja auf Schulden aufgebautes Geld. Dann gibt es also nur noch dieses Schuldgeld. Bankkreditgeld und es bedeutet natürlich auch die totale Überwachung. Ja. Denn dann kann man eben nur Geld, das im Banksystem ist und verwenden für Transaktionen. Die Banken werden ja schon sehr streng überwacht. Da schauen immer die Aufsichtsbehörden mit, was da so läuft. Das ist schon sehr durchsichtig geworden. Und wenn wir nur noch das Bankgeld verwenden können, wir da auch mit unseren Nationen genauso durchsichtig, der Punkt. Es geht ja nicht nur um hier exzessive Transparenz, sondern es bedeutet natürlich auch, man kann mit seinem Geld nicht mehr fliehen, man kann das Geld nicht mehr rausziehen aus dem System. Denn Bargeld gibt es ja nicht mehr. Gut, da muss man sich Werte kaufen. Es wird dann auf jeden Fall zu weiterer Vermögenswerteinflation führen, Grundstückspreise, Goldpreise, gut, solange das da mal in Deutschland Einfluss auf die internationalen Goldpreise hat, aber vielleicht in Euro ausgedrückt, also der Kurs des Euros könnte da auch betroffen werden. Jedenfalls
ist es natürlich dann viel leichter, wenn man also nur noch Bankgeld hat, da auch Geld wegzubuchen als ja, Steuer, Solidaritätszulage für kaputte Großbanken zum Beispiel, wie das ja in Zypern auch der Fall war. Da wurde den Leuten das Geld einfach aus den Sparkonten und Kontokorrentkonten rausgebucht. Dankeschön. Und das ist natürlich dann möglich. Also die totale Überwachung, aber auch der totale Zugriff auf unser Geld ist dann möglich. Und das ist eine Ironie, wenn man also das staatliche Geld abschafft und dann eigentlich nur noch privates Geld hat, dann erhöht das auch die in diesem Falle die Macht des Staates, auf dieses Privatgeld zugreifen zu können und um es zu konfiszieren oder als Steuer oder Beitrag einzukassieren. Jetzt bucht man ja grob gesagt bei der Giralgeldschöpfung aus dem Nichts, per Kreditvergabe bucht man ja praktisch Forderungen, also dass die Bank das den Kredit zurückbekommt, an Verbindlichkeit, den Kredit auszuzahlen. Aber es gibt ja auch noch Zentralbankgeld. Wie bucht man denn das, wenn das Zentralbankgeld entsteht und wie bucht man es, wenn es wieder verschwindet? Zentralbankgeld ist eigentlich nicht so relevant für uns als ja, Autonormalverbraucher, weil das nicht in der Wirtschaft direkt zirkuliert. Das ist ein Buchgeld, das in der Zentralbank liegt sozusagen und nur dort verwendet werden kann. Also das ist für Transaktionen zwischen den Banken und der Zentralbank wird das verwendet. Das steht natürlich völlig unter Kontrolle der Zentralbank. Die kann also bestimmen, okay, wir wollen jetzt die Zentralbankgeldmenge erhöhen oder reduzieren. Das kann sie durch Transaktionen mit den Banken, Käufe, Verkäufe von Vermögenswerten und so weiter durchführen. Man kann dieses Geld aber nicht wegtransferieren. Man kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, weil im Moment haben wir ja sehr viel Zentralbankgeld in Europa, aber auch in anderen Ländern, Japan, Großbritannien, durch diese sogenannte quantitative Lockerung, wo hauptsächlich dieses Zentralbankgeld expandiert wurde. Und da gehen viele davon aus, naja, dann können die Banken ja dieses Zentralbankgeld dann verleihen. Das geht leider nicht, denn das muss bei der Zentralbank bleiben. Das kann nicht zu einer Bank, also das kann nicht so zu einer Bank transferieren, weil die Bank das gleiche Geld dann als Kredit vergibt. Das funktioniert eben nicht so, sondern da würden dann, wenn eine Bank Kredit vergibt, wird ja wieder neues Bankkreditgeld geschaffen. Das geht eben auch ohne das Zentralbankgeld. Es ist ein separates Buchhaltungsgeld für die Buchführung zwischen Zentralbank und Banken und das bleibt immer auf der Bilanz der Zentralbank. Ich frage auch deshalb, weil die Europäische Zentralbank ja jetzt bis zu 1.000 Milliarden verwenden will, um wackelige Forderungen von Banken zu kaufen und auch Staatsanleihen von Staaten in Finanznöten. Und da ist natürlich interessant, wie die Zentralbank das jetzt bucht. Auf der Aktivseite vielleicht das Zentralbankgeld, auf der Passivseite bucht sie an Kapital oder an Ertrag. Oder muss sie sich auch verschulden dafür? Wenn sie was kauft, dann wird es auf der aktiver Seite gezeigt. Also wenn sie jetzt Vermögenswerte von Banken kauft, Papiere und so weiter oder Staatsanleihen, dann sind die auf der aktiver Seite und dann wird bezahlt mit passiver Geld sozusagen. Da werden die Konten der Banken, die das verkauft haben, bei der Zentralbank, denen wird was gut geschrieben. Das ist dann eben auf der passiven Seite der Zentralbankbilanz. So geht das. Aber jetzt substanziell zu dieser Politik. Es ist eigentlich keine dumme Idee, wenn man sagt, wir wollen jetzt den Banken, wir wollen jetzt diese Bankenkrise endlich beenden. Warum wird das aber erst 2014 gemacht? Ich hatte schon schon bevor diese Krise angefangen hatte, gesagt, dass man sie ganz schnell und ohne Kosten für den Steuerzahler im Keim ersticken kann, indem die Zentralbank das macht. Entschuldigung. Indem die Zentralbank nämlich diese Vermögenswerte der Banken, die notleidenden Vermögenswerte, aufkauft. Und zwar
nicht mit Steuergeldern, sondern mit neuer Zentralbankkreditschöpfung. Die kommt dann auch nicht in Umlauf und das kann auch nicht zu Inflation führen, wie ich gerade erklärt habe, das ist nämlich Zentralbankgeld, es zirkuliert nicht. Und daher ist das schon eine Lösung, wenn es zum richtigen Zeitpunkt, nämlich sehr früh gemacht wird. Es wird aber jetzt gemacht, nachdem wir schon jahrelang diese Krise haben und auch nur sehr selektiv und unter bestimmten Voraussetzungen. Also da wird wieder Politik gemacht. Bisher hat die EZB sehr viel getan, um diese Krise zu verlängern. Und das ist schon sehr traurig, denn diese Krise ist eine unnötige Krise, die durch Zentralbankpolitik geschaffen wurde und die sehr früh und ohne Kosten und ohne diese ganzen Katastrophen und menschlichen Kosten, die wir überall hatten, hätte man sie schon längst beenden können. Daher befürchte ich auch, dass diese Maßnahmen im Moment eher nur wieder darauf gerichtet sind, das ganze Ding zu verlängern, die Krise zu verlängern und hinauszuschieben, um wieder politisches Kapital draus zu schlagen. Es geht ja hier darum, Schritt für Schritt die Budget-Souveränität der Länder, der Staaten nach Brüssel zu transferieren. Da braucht einfach die EZB eine Krise dafür. Trichet hat ja gesagt, im Prinzip ist sein Ziel die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa. Und was fehlt, ist ein europäisches Finanzministerium. Die Nationalfinanzministerien sollen ihre Macht verlieren und auch die Parlamente die Macht, Budgets zu bestimmen. Das soll nach Brüssel übergeben werden und freiwillig würde das ja niemand machen, das ist ganz klar. Da muss wieder eine nützliche Krise herhalten und es sieht so aus, als ob das die EZB bisher auch so gespielt hat. Also wenn man da die Geschichten hört, wie das mit Spanien, mit Griechenland, eigentlich mit allen Ländern gelaufen ist und weiterhin läuft, da werden politische Deals gemacht. Und man könnte schon immer ein bisschen mehr helfen, aber da muss erstmal hier und dort unterschrieben werden, wieder mehr Macht nach Brüssel zentralisiert werden. Dann wird wieder ein bisschen mehr geholfen. Das kommt mir bekannt vor. Unter dem Stichwort EU-Wirtschaftsregierung werden ja auch Auflagen gemacht, ohne dass es Darlehen gibt. Zum Beispiel am Stabilitäts- und Wachstumspakt, wenn die zu hohe Defizite haben, gibt es Auflagen, um die Defizite runterzukriegen. Oder Ungleichgewichtsverfahren, wenn sie zu viel Ungleichgewichte haben. Das heißt, auch ohne Defizite oder ohne Liquiditätsprobleme kann man Auflagen machen. Es gibt auch eine Verordnung, die hat die Nummer 473 aus 2013. Da kann die EU-Kommission Bund und Ländern in die Haushaltsentwürfe reinreden, im Hinblick darauf, dass die Defizite nicht so hoch sein sollen. Also man hat sich dem schon angenähert, erhebliche Teile der Haushaltshoheit abzugeben, nicht nur bei den Staaten, die Höchstkredite kriegen. Ja, dann natürlich noch in größerem Stile die Schaffung des dieser Hilfsfonds und einschließlich des ESMs. Das wurde ja wieder nur aufgrund dieser künstlichen Krisen, da wurden so Krisenspitzensituationen geschaffen. Dann Panikmache, wir müssen jetzt hier unterschreiben, wir müssen da Souveränität abgeben. Das ist im Prinzip nämlich schon das Proto-Finanzministerium für die EU, dieser ESM. Der kann ja Gelder von allen Staaten abfordern, einfordern. Innerhalb von einer Woche muss das jeder Staat, auch Deutschland, dann bezahlen. Dieser Mechanismus ist bereits da. Das wurde natürlich unter diesem Druck der künstlich geschaffenen Krise erzeugt. Das heißt, die künstliche Schaffung der Krise besteht auch darin, dass man Möglichkeiten, die man hätte nutzen können, zum Beispiel die verbrieften Hypotheken, Forderungen der Banken, zum Beispiel direkt durch die Zentralbank, durch Zentralbankgeld abzukaufen, dass man die nicht genutzt hat, sondern die Staaten sich übernehmen, praktisch erstmal den Banken zu helfen, dahinter die Staaten selber Hilfe brauchen. Richtig, richtig. Und Sie sehen eben auch, wer erhält denn die Hilfe? Das sind immer die Großbanken. Dabei könnten tatsächlich auch den Menschen geholfen werden, die zu viel Kredit haben. Dann könnte man ja staatlich Zentralbankgeld verwenden, das zurückzuzahlen und dann auch, gut, da vielleicht bestimmte Auflagen, bestimmtes System, aber man könnte jedenfalls den Menschen helfen, nicht den Großbanken. Aber so wie es gemacht wird, mit den Banken geholfen, den Großbanken,
Und die Schulden der Leute und der Firmen, die sind weiterhin da, die bestehen weiter. Ich habe noch eine Frage zu dem Hilfe für die Banken mit dem Zentralbankgeld. Wenn ich das richtig verstanden habe, übernimmt ja die Zentralbank dann wackelige Forderungen der Banken, sodass die Banken die nicht vorher abschreiben müssen. Und die Banken haben da praktisch einen Aktivtausch, das heißt, sie buchen ihre wackelige Forderung aus und haben dann praktisch auf der Aktivseite Zentralbankgeld, ja, eine Forderung an die Zentralbankgeld. Zentralbank, die sie aber nicht verwenden können, wo sie eigentlich nichts mitmachen können. Es bleibt ihnen nur die Aufwandsbuchung erspart. Es bedeutet, dass sie eben keine notleidenden Kredite haben daraus und dass sie eine ganz bombenfeste Bilanz haben mit hoher Liquidität und daher dann neue Kredit vergeben können. Also daher war das ja auch mein Vorschlag, dass man das sofort hätte machen sollen, also 2008, 2009. Und dann hätte man nämlich ohne Steuergelder, ohne Verwendung von Steuergeldern, das Problem gelöst. Man hätte natürlich immer auch Auflagen machen müssen. Also wenn dann so einer Bank geholfen wird, dann heißt es natürlich, okay Leute, das ganze Management muss raus. Das darf natürlich nicht wieder passieren, diese exzessive Kreditvergabe für Spekulation, das ist ab jetzt verboten. Also wir helfen euch einmal hier raus, aber ihr könnt das dann nie wieder machen. So hätte man das machen können, hätte keine Kosten gehabt für den Steuerzahler, weil es nur eine Buchung ist, und hätte auch nicht zur Inflation geführt. Also das wäre möglich gewesen. Man könnte es jetzt auch noch durchführen, aber was jetzt gemacht wird, ist leider wieder, wie gesagt, politisch, wird politisch gehandhabt. Es ist nicht sehr durchsichtig, wieder wem geholfen wird. Sie haben empfohlen, dass Staaten lieber Kreditverträge abschließen sollen, anstatt neue Staatsanleihen rauszugeben. Was ist der Sinn dabei? Zahlen die dann weniger Zinsen? Das war teilweise der Fall, zwar sehr krass, aber das war 2011 und zu diesen Krisenzeitpunkten in der Eurozone, da waren ja die Zinsen in Portugal, Irland, Spanien, Griechenland extrem hoch, hohe zweistellige Zahlen für Staatsanleihen. Dabei war der Kreditzins unter 3%. Das ist ja verrückt, dass dann jeder diese Staatsanleihen überhaupt ausgeben. Aber da sieht man schon, wer berät diese Finanzministerien, das sind so diese Firmen Goldman Sachs, Morgan Stanley, die kriegen ja da Riesenprozente. Und die wollen nur, dass Staatsanleihen ausgegeben werden, auch wenn es so teuer ist, dass dann dadurch selbst eben Länder wieder weiter bankrott werden können, wie ja auch die Befürchtung im Markt war. Also völliger Schwachsinn. Und das andere Problem ist natürlich, wenn Staaten sich durch Staatsanleihen finanzieren, wie das jetzt heutzutage alle Staaten machen, auch Deutschland, dann führt das zu keinem Wirtschaftswachstum. Das wird oft vergessen von den Ökonomen, weil sie ja eh mit der Kreditschöpfung das nicht so ganz verstehen. Wenn der Staat die Wirtschaft stimulieren will und Fiskalausgaben anhebt, dann ist die Frage sehr wichtig, wo kommt das Geld her? Wenn jetzt Staatsanleihen ausgegeben werden, dann wird zwar mit der rechten Hand Geld reingetan, diese Staatsausgaben, aber mit der linken Hand wird das gleiche Geld wieder aus der Wirtschaft rausgeholt. Die Geldmenge, die Kaufkraft, die zirkuliert, steigt nicht an. Das haben wir in Japan gesehen. Über ein Jahrzehnt, fast 20 Jahre Crowding out. Diese massiven Fiskalspritzen wurden durch Staatsanleihen finanziert, das führten zu keinem Wirtschaftswachstum. Was man ganz leicht machen könnte und sollte in Portugal, Spanien, Griechenland, Japan, Großbritannien, ist nicht mehr Staatsanleihen ausgeben von den Staaten, sondern die Staaten sollten sich jetzt von den Banken in ihrem eigenen Land ganz fair pro rata von allen Banken Kredite holen. Denn die Bankkreditschöpfung schrumpft ja massiv in diesen Ländern. Auch in Deutschland ist sie nicht sehr groß, auch so um die Null. Null zwischen, schwankt zwischen minus 1 und plus 1%. Die könnte schon stärker ansteigen. In Irland minus 7%, teilweise minus 10% in diesen Ländern. Da schrumpft die Wirtschaft weiter und die Krise geht weiter. Wenn aber jetzt die Staaten die Gelder, die sie einholen möchten, eben nicht vom Anleihenmarkt holen, sondern per Kredit von den Banken im eigenen Land sich holen, also jeder in seinem eigenen Land, dann ist auch die Schulden sind da, also werden nicht sozialisiert, sondern in jedem Land fallen die halt dort an.
dann hilft man allen Beteiligten. Den Banken hilft das, weil sie mehr Geschäfte machen können. Es hilft der Regierung, es hilft der Wirtschaft, denn Kreditschöpfung springt an. So haben wir ja angefangen, unsere Unterhaltung. Das haben wir jetzt den Kreis gefunden. Denn dadurch ist die Kreditschöpfung für Transaktionen, die Teil des BIP sind, des Wirtschaftsproduktes, die werden erhöht. Und das heißt, es gibt dann Wirtschaftswachstum, mehr Einnahmen der Firmen. Das heißt, mehr Beschäftigung, mehr Steuereinnahmen auch. Die Fiskalsituation verbessert sich. Und man kann also den Teufelskreis, den wir bisher hatten, in einen positiven Kreis verwandeln und das Problem lösen. Jetzt muss ich mich bei Ihnen bedanken für das Interview. Und ich hoffe, wir können in den nächsten Tagen nochmal ein weiteres Interview machen. Ich hätte noch zwei Fragen, wenn das okay ist. Könnten wir es dabei belassen? Aber machen wir echt wirklich eins nochmal und dann auch mit Video. Da wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn wir es da gerade abschneiden können, wo ich jetzt beendet hatte. Okay, gut. Vielen Dank für das Interview. Vielen, vielen Dank und Herr Minister, ich hoffe, ich spreche mit Ihnen bald wieder, auch mit Ihnen zu hören. Danke, ich brauche ein Foto. Hallo.